Was, wenn der Band nicht mehr ist? Hab ich da weniger Klicks? Interessiert sich keine Kritik mehr für mich? Bin ich in der Szene eigentlich nichts? Bernd Töcke, bald nichts im Handel. Möp. So Leute, heute geht's um ein wichtiges Thema, also um Bernd Töcke, das ist klar, aber diesmal ist was Unglaubliches passiert. Nein, es ist nichts Inszeniertes, sondern es ist was Wahres, die Medien haben darüber berichtet und es ist vollkommen weird. Also zu 1000% weird. Ja. Eventuell weiß man es, im Januar hat Bernd Töcke eine Rede geschwungen. Deutschland ist das einzige Land, welches im Herzen seiner Hauptstadt ein Denkmal der Schande errichtet hat. Und mit Denkmal der Schande ist das Holocaust-Mahnmal gemeint. Okay, die Aussage ist krass. Und man merkt schon, da ist so ein bisschen eine Prise von, ich sag mal, Nazi-Sein da. Das ist, man kann sagen, Judenhass. Gut, aber wenn wir das mal beiseite lassen, kommen wir mal zur Story. Es gibt eine Kunstorganisation namens Zentrum Politische Schönheit. Und was machen die? Die sind so super kreativ und bauen halt wirklich Kunst auf. Die haben jetzt im Dorf von unserem netten Bernd Töcke ein Holocaust-Mahnmal nachgebaut. Das hat 10 Monate gedauert, das war unter Plan und jetzt haben sie es am Mittwoch sozusagen veröffentlicht, haben die Pläne runtergemacht und dann war auf einmal ein Holocaust-Mahnmal vor dem Haus von Höcke. Diese Leute haben auch noch Bernd und seine Familie abgehört, Busdorf, das kann man schon so sagen. Das ist hart und ich denke, viele werden sagen, das geht definitiv zu weit. Viele werden sagen, das ist Kunstfreiheit. Experten sagen, es ist beides. Wie erwähnt, das kann man zweideutig sehen. Also natürlich die Leute im Dorf, und wir wissen ja, no hate, aber im Dorf ist halt rechts stärker. Also der Rechtsruck ist dort viel stärker zu sehen als in der Stadt. Und natürlich die Bürger, die waren entsetzt. Okay, das kann ich komplett verstehen. Wir gehen auch gar nicht weiter ein, denn das ist ja gar nicht so die Information. Also es gab noch ein paar Rangeleien, bla 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 bla, wir machen weiter. Das Krasse ist, diese politische Schönheit hat auch 750 Unterstützer und die sind auch schon in der Vergangenheit für das eine oder andere aufgefallen. So haben sie zum Beispiel 2014 schon Gedenkkreuze von Nauertoten abmontiert und haben sie dann an die EU-Außengrenzen gehängt. Was auch definitiv krass ist. Und wie erwähnt, das ist so ein Thema, wo man zweideutig sein kann und ich habe da auch eine Meinung zu. Ich will das gar nicht zu stark thematisieren jetzt, denn im Endeffekt gibt es dann doch nur Beef. Auf jeden Fall fordern sie von Bernd Töcke, dass er sich vor dem Mahnmal auf die Knie geht. Und wenn er das macht, dann hören sie direkt auf. Das klingt nun super leicht und man würde nun sagen, Bernd, mach das doch, aber im Ernst, wenn ihr eine Meinung habt und dann, warum sollt ihr euch dann auf die Knie legen? Also, ich glaube nicht, dass er es so schnell tun wird. Ich bin gespannt, ob er es tun wird, wann er es tun wird oder ob das gerichtlich erst besiedelt wird. Also, wahrscheinlich geht es vor Gericht und mal schauen, was dann passiert. Und wenn Höcke verlieren sollte, glaube ich aber, von meiner Ansicht aus, glaube ich, dass er nicht verliert. Zumindest in der Abhörsache. Da kann er nichts gegen machen. Aber ich glaube, in der Abhörsache wird der Bernd, wenn er vor Gericht zieht, gewinnen. Und dann bin ich mal gespannt, wie wollen sie ihn dann noch unter Druck setzen? Wie soll das funktionieren? Also ich bin super gespannt, ich finde das eine super interessante Story. Und der Bernd, der ist wieder super Thema. Das war jetzt wieder ein voll informationelles, belles Video. Und ich hoffe, ihr kauft das Album, das neue Album von Leon Marcher und mir. Bernd Töcke. Was, wenn der Bernd nicht mehr ist? Habe ich da weniger Klicks? Geil. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, ciao, tschüss und ciao. Bernd. Okay.